Howdy meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 1. Wieder hier natürlich in Mexiko mit John Marston auf der Suche nach Bill Williamson und Javier Escuela. Ich hoffe wirklich in dieser Folge, wenn wir echt mal einen großen einen großen Schritt auf die beiden zugehen, also auf Escuela oder auf Bill Williamson. Da würde ich sagen, wir machen weitere Missionen hier in Mexiko mit die Santa, mit diesem Lando Rickles. Und da ist noch eine neue Mission, glaube ich, gespawnt sich gerade. Gerne ein fetten Like raus, wenn es gefallen hat, an jeden Supporter. Und, da ist irgendwo ein L. Luisa Fortuna. Ist das nicht diese Lehrerin, oder wie? Die wir in der letzten Folge gerettet haben mit, Lando Rickles, diese junge Frau. Die kann uns, glaube ich, sogar helfen wegen Javier Escuela, weil sie meinte, er hätte den Namen mal gehört in einem Gefängnis. Und das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich wollte gerade eigentlich die Mission mit De Santa machen, aber wir müssen ja ein bisschen warten hier. Dann würde ich sagen, hoffentlich können wir zu Luisa gehen. Und da würde ich sagen, Leute, ab zu Luisa Fortuna. So, wir sind angekommen, Leute. Hier in Luisas Haus, sage ich mal. Und ich muss hier auch später zurückkehren und... Ich habe gerade ein Kopfgeld einfach kassiert, also halt nicht kassiert, aber halt wir haben jetzt wieder irgendwie irgendwelche Wachen am Arsch, die uns jagen wollen oder Kopfgeldjäger. Was geht denn jetzt hier ab? Was geht denn jetzt hier ab auf einmal wieder? Ich wollte doch einfach nur zu Luisa gehen. So, Campo e Mirada. Die leben hier, also in diesem kleinen Häuschen. Hier muss ich jetzt... Oh, Mann. Hier muss ich jetzt später wieder zurückkehren. Immer diese Uhrzeiten, ey. Immer diese Uhrzeiten. Na gut, machen wir jetzt mit die Santa-Mission. Doch, und dann, ja, bis gleich. Mein Gott. Warum ist es so schnell mit der Zeit? Jetzt muss ich hier wieder... Oh. Ey, Mann, ich habe jetzt schon 5 Minuten aufgenommen oder 6 Minuten aufgenommen und ich habe nichts erreicht hier. Ich habe gar nichts erreicht hier. Ey, was soll denn die Kacke jetzt hier? Ich muss hier dann wieder lang, dann ist es wieder hier dunkel, dann muss ich wieder dort reisen, dann ist es dort wieder dunkel. Ey, das ist doch nervig. Das ist doch nervig, Leute. Lando Rickles, lasst mich nicht im Stich, bitte. Ich will bei dir die Mission machen, bitte. Oh, Lennon Ricketts, du Ehrenmann. Glück in der Liebe. Oh, ein Ganzlinger-Duell, ein Revolver-Duell. Na, da bin ich nicht der Beste. Da bin ich nicht der Beste, leider. Gentlemen, Gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Oh, Alter. Lucky in love, lucky in court. Garzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Mr. Muller heißt er also. Would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen. Oh nein, ich mag keinen Poker. Ich bin echt kein großer Poker-Fan, muss ich sagen, ey. Aber wir werden hier leider jetzt wieder gezwungen, wie bei Adlermorgen auch bei der Schiffsmission. Na, ja, machen wir überspringen. Also ich will eigentlich jetzt nicht die Zeit hier verschwenden, hier irgendwas zu machen. Komm. Wir machen mal... Ja, komm, wir machen mal 30 rein. Keine Ahnung, ob das jetzt smart ist von mir. Lennon steigt aus. Ja, komm, springen wir weiter hier. Ja, wir machen mit. Wir machen mit. Wir machen mal mit. Ich glaube, wir haben ein bisschen Plot-Armor, sage ich mal. Dass uns ein bisschen geholfen wird hier, falls wir jetzt doch irgendwie reinscheißen sollten. Aber ich bin echt kein guter Pokerspieler. Ja, komm, mach rein, mach ran da. Ich mach mal rein. Ich denke, wir werden schon vom Spiel jetzt geschützt. Ja, von der Spielmechanik hier. Na, komm, nochmal, mach nochmal rein. Also ich hoffe, ich werde jetzt nicht reinscheißen. Wenn ich jetzt reinscheiße, dann habe ich ein großes Problem, Leute. Ich habe jetzt irgendwie mehr als 900 Pots Chips drin. Habe ich alles verloren, oder wie? Nee. Komm, mach 20 rein. Ich mach das jetzt schnell, Leute. Ich hab keinen Bock auf Poker. Guck mal, let's go! Weil ich beliebe... Aber ich sag ja, wir werden halt jetzt voll geschützt, Leute. Das war schon irgendwie voll klar, dass wir geschützt werden. Komm, machen wir mal 30 rein hier, komm, machen wir alles rein da. Ich denke, es wird so sein, wir gewinnen das Spiel und dieser Mr. Müller wird ein bisschen sauer sein und will uns dann umbringen, einfach mit in einem Revolver-Duell. Das ist, glaube ich, so die Erklärung, ne, von der Mission. So, komm, mach mal rein, John, wir werden es eh bestimmt gewinnen. Na, komm, rein, alles rein, John, alles rein.
Alles rein, Leute. Niemals Glücksspiel betreiben, Leute, ja? Niemals Glücksspiel betreiben. Das ist alles Schwachsinn. Das ist alles vollkommener Schwachsinn. Paar Mal spielen ist okay. In einer gewissen geringen Menge ist okay. Aber nicht bei einer Menge, wo du irgendwie dein Existenzgefühl zerstörst. Dein ganzes Geld reinsteckst, das du dir angespart hast, das ist Quatsch. Ein bisschen spielen ist okay, aber das muss ich in Grenzen halten, ne? Das ist klar. So, haben wir es jetzt hier fertig? Gewinnen wir jetzt noch was? Komm, rein, 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 Chips, Chips, rein. Let's go. Und wir gewinnen wieder Chips, Leute. Wir gewinnen wieder Chips. Und ich denke, Herr Müller wird jetzt ausrasten, oder? You fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat. Now, Herr Muller, let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, Germany. Calm yourself down. Yeah, you know exactly what you did. Calm down, Germany, sagt er. I know exactly what I did, friend, which was nothing. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. There's no more cards game. Ease up there, friend. Hey, ist doch nur ein Pokerspiel, Hemmela. Das ist nur ein Pokerspiel. Oh, das ist in Deutschland üblich, einfach auf jemanden zu zielen. An impasse, sir. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Ey, klar, reinscheißen ist nie geil im Poker, im Glücksspielen. Das ist niemals cool, aber... Ja, wir werden jetzt in einem Duell antreten gegen Herr Müller. Okay. Okay. Let's get this over with! Ey, du wirst so reinscheißen, Herr Müller. Du wirst so von mir zerberstet, Herr Müller. Weißt du das? Du wirst so zerberstet von mir, ey. Bisschen Trash-Talk muss sein, Leute. Komm, Herr Müller. Ich werde dich so zerstören, Herr Müller, ne? Du should have stayed home, Yankee. Halt dein Maul. Halt dein Maul, okay. Herr Müller, du wirst so zerbohrt. Zerbohrt, angeschossen, sterben, was auch immer. So, halte bla bla. Okay, okay, okay. Junge, ich werde dich so rasieren. Ich werde dich so rasieren. Oh, Scheiße! Bah! Yeah, wir haben gewonnen. Come on, we've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Ja, wir haben gewonnen. Let's go. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es gemacht habe, aber das Ergebnis zählt. My leg on Marston Sea. You like killing? Watch me cut her throat. What the fuck? You got here, Mr. Ricketts? Do you, Marston? Peleamos ahora, We fight now. Noch ein Duell? Erledigen. Oh. Wir dürfen nicht die Geisel umbringen. In einem Duell. Oh, da muss ich jetzt richtig gut ziehen, Leute. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier. Wir können uns einen Kopf treffen. Und vielleicht seine Hand. Aber das ist schwer. Das ist fucking schwer. Oh Gott. Nein. Ich wusste es. Es wird nicht leicht. Das wird jetzt nicht leicht, Leute, gegen diesen Idioten, Alter. Ach du heilige Scheiße. Okay, nochmal, Leute, nochmal. Boah, also mit dem Controller, den ich gerade hier habe, wird es jetzt auch, ja, ein Ticken schwieriger. Aber ich werde keine Ausreden suchen hier. Das ist schon echt hart, Leute. Das ist schon echt sehr hart. No me escueto. Jetzt hier! Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, war das close. Das war sehr, sehr, sehr close, Leute. Oh Mann, jetzt kommen wieder irgendwelche Knechtis, wa? Ey, immer diese Mexikaner, ey. Die wollen immer nur schießen, 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 schießen. Genau wie die Amis, ey. Die sind auch nicht besser. Bam. Bam. Was ist das hier? Ey, schaut doch mal jetzt hier. Vollidiot.
Und du auch, eine Frau. Was macht denn die Frau bitte hier mit der Waffe? Auch an der Bande oder wie? In der Bande meine ich? Alter, was für nervige Menschen, ey. You tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Das ist klar, war kein guter Pokerspieler. Aber dankeschön, Ricketts, für die Lehren. Ja, das war's dann wohl. Herr Müller ist jetzt tot. Der schlechte deutsche Pokerspieler. Und wir haben einige Lehren über das Revolver-Duell gelernt. Ich bin jetzt immer noch nicht ganz sicher, wie es funktioniert, aber ich kam ganz gut durch. Ich glaube aber, es wird doch ein bisschen schwieriger sein, dieses Duell, ne? Okay, dankeschön, wie gesagt, für die Lehren. Das war sehr, sehr interessant. Auch sehr, sehr spannend. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, wir reiten dann jetzt doch zu Luisa. Ich hoffe, wir können jetzt zu ihr gehen. Ich glaube, wir können nur zu ihr gehen, wenn es nachts ist, nicht wahr? Jetzt aber, oder? Oder wirklich nur nachts? Ja, 5 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags. Ja, na gut. So, Landon, enttäuschst du mich? Nein, oder? Guck mal, Landon ist der Beste. Landon ist wirklich der allerbeste Mann. Hey Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, a fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman, got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. I've been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now. Sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla. And a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. Ja, gerne, aber hat die Mission irgendwas, ja, irgendwie, sage ich mal, was mit Javier oder mit Bill zu tun? Das war ganz cool, dass jetzt auch John ein bisschen was über die Vergangenheit erzählt hat von ihm. Ja, dass er jetzt wirklich die Männer aufspielen muss, mit denen er mal geritten ist, ist jetzt endgültig jetzt hier erzählt worden. Das wusste man als Spieler nicht, der halt Red Dead zwar nicht gespielt hat, ja, aber ist halt krass. Ist halt sehr krass, das war halt, hat immer angedeutet, dass die Bill, Javier, also halt, dass die beiden mal in Johns Bande waren oder in der Bande von Dutch waren. Und jetzt wurde es halt endgültig jetzt, ja, verraten von John. Aber wir wussten schon früher, ne?
Allende seems to have more enemies by the day. Perhaps you would know. Rumor has it you've been making all kinds of new friends. I don't pay much attention to rumors. Just be careful, John. Keep jumping from one side of the fence to the other. You might just get a... Ist fein, ist fein. Come on! Also die Steuerung ist beim Reiten manchmal schon echt bodenlos, ey. Chill, chill. Chill. Where? Home. To America. No, not now. The West I knew is dying. If it's not dead already, I don't belong there anymore. I'm not sure I do neither. The suits always loved to talk about the lawless frontier. But there were laws. Laws that people understood. If you had a disagreement, you settle it like a gentleman at 40 paces. When you shook hands, your word was as binding as a hangman's knot. I always used to say the only substitute for good manners is fast reflexes. There was respect and honor once, but not anymore. Money and politics poisoned all that. There's only so long you can live by a code nobody else lives by. I learned that the hard way. Do you know that... Look! Das sind, glaube ich, die Idioten, ne? Ja, das sind die, das sind die, das sind die. Rein, reite doch mal, John. Ich reite die ganze Zeit los. Schießen oder wie, oder? Oder warten. Ah, wir müssen die Fahrer erledigen. Okay. Dann schieße ich mal erstmal auf die Wachen, oder? Das ist doch das Klügste, würde ich mal sagen. Ich schieße mal los, würde ich sagen. Genau. Naja, ich mache das schon hier. Oh 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 oh. Bleib unten. Rickles, das schaffst du, oder? Rickles ohne mich? Vorne, ich hoffe doch. Ach du Kacke. Bam. So, jetzt würde ich sagen, machen wir... Oh, ich habe auf die Pferde gezielt, glaube ich, wa? Kann es sein? Oh, habe ich auf die Pferde gezielt, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich es gemacht habe. So, sterbt alle erstmal. Dann würde ich sagen, befreien. Befreien, ne? Befreien oder nicht befreien, Spiel? Oder wegreiten? Ah, okay. Wir müssen die wegbringen, dann bringen wir die mal weg. Warum ist die Steuerung bei einem Wagen viel, viel geschmeidiger und flüssiger als auf einem richtigen Pferd, auf einem einzelnen Pferd? Es macht eigentlich gar keinen Sinn, muss ich sagen, ne? Dass irgendwie halt eine Kutsche leichter ist zum Steuern als ein einzelnes Pferd, ne? Keine Ahnung, was da abgeht, Leute. Okay, würde ich sagen, die Gefangenen sind jetzt mitgenommen hier. Und ja, das war eigentlich auch eine kleine Mission. Das einzige Coole ist bestimmt einfach die Erzählung von John Marston bei der Anfangssequenz. Aber man muss halt schon sagen, also die Missionen von Red Dead 1 sind alle schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen altmodischer gehalten halt, ne? Ihr seht schon den Missionsaufbau, das ist eigentlich alles immer relativ gleich. Es war bei Red Dead 2 viel, viel lebendiger, viel abwechslungsreicher, viel facettenreicher, aber ist auch klar, ne? Es ist ein neues Spiel und es ist halt ein älteres Spiel. Aber man merkt es schon, muss ich sagen. Hä? Konvoi entkommen lassen? Hä? Wie sollen die nach Amerika bringen? Das hatte ich doch auch davor gemacht, oder was habe ich davor falsch gemacht, Leute? Ich weiß nicht ganz, was ich falsch gemacht habe. Na gut, würde ich sagen, wir uns dann gleich bei der Grenze von Amerika. Ja, dann würde ich sagen, weiter hier durch die Brücke. Und die haben schon wirklich die ganzen Sachen schon aufgebaut. Die ganzen Zäune, die ganzen Sicherungen einfach hier für die Brücke. Ramita de la Bahia. Ihr Schweine! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir die am Leben gelassen haben. Die haben sogar ein Schiff, Alter. Die haben sogar ein Schiff, Alter. Reize doch. Reize doch. Reize doch. Ey, die Pferde reiten nicht, Leute. Jetzt reiten die auf einmal. Die haben einen Moonwalk gemacht auf dem Boden, Leute. Was war das denn, bitte? Haben wir es geschafft, bitte? Oh, endlich. Haben wir es geschafft. Oh, danke schön. Was für eine langweilige Mission, ey. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for.
you say so, Marston. If you say so. Ja, also wir wollen, wie gesagt, zwei Menschen suchen. Also ja, er sagt auch, wir sollen Luisa suchen. Hatten wir auch ganz Zeit vorgehabt, aber die Zeit hat irgendwie nie gepasst. Aber egal, Leute, wir werden in der nächsten Folge dann jetzt wirklich zu Luisa gehen und dann noch zu DeSanta. Ich denke, dann können wir irgendwann die beiden endlich fangen. Würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat, war eine sehr coole Folge wieder. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao. Ciao.